Zum mittlerweile 31. Bergstadtfest, meine Damen und Herren, hier in Freiberg haben sich die Organisatoren wieder einiges einfallen lassen. Natürlich bleibt es bei den bekannten Locations. Zum Beispiel die Hauptbühne auf dem Obermarkt, am Untermarkt das Bierdorf oder hier vorm Schloss das Weindorf. Ideales Wetter hier im Weindorf, um den richtigen Wein zu genießen. Welcher Wein läuft denn am besten so bei 25, 30 Grad? Am besten ist der Blanc de Noir. Eine ganz besondere Sorte bei uns, ein Weißwein aus einer roten Traube. Viele gute Gründe gab es, um im Weindorf zu verweilen. Im Weindorf ist es immer sehr gemütlich und da stimmt alles, da stimmt die Musik und auch so das Publikum. Ist nie ganz so jung, ist so in unserem Alter und es gefällt uns. Viele, viele verschiedene Weinsorten wurden den Freibergern und deren Gäste angeboten. Warum denn gerade ein Rosé? Weil das der Sommerhit war. Ist ein Sommerhit? Ja. Wir trinken den gerne. Ja. Jetzt sitzen Sie hier ganz gemütlich mit Ihrer Frau im Weindorf. Warum Weindorf? Warum sind Sie nicht im Bierdorf? Weil wir seit einigen Jahren Wein bevorzugen. Sie genießen Ihren Weißwein? Genau, einen Weißburgunder. Warum gerade dieser Wein? Was schmeckt denn dabei? Ich bin Weißweintrinker eigentlich. Und die Atmosphäre hier ist wunderschön. Das Wetter, dass man sich so schön sommerlich hierher setzen kann, bei diesen Temperaturen. Jetzt sitzen Sie im Weindorf, aber Sie hätten ja eigentlich auch ins Bierdorf gehen können, oder? Nee, ist nicht meine Welt. Auf der Bühne gab es viele musikalische Darbietungen. Wir sind K&K Tanzorchester aus Döbeln. Wir spielen Jazz und Swing live mit Saxophon, Posaune und Klarinette. Also Jazz im weiteren Sinne. Genau. Passt auch sehr gut zur Hochzeit oder eben zu Stadtfesten zum Beispiel, wie hier in Freiberg. Mit emotionalem Gesang und virtuosen Gitarrenspiel im Stil traditioneller Sing-Songwriter. The Rusty Boomers waren live auf der Bühne des Weindorfes. Ebenso gab es auch ein buntes Programm aus Freibergs Kultur, Vereinsleben und Brauchtum. Moderiert wurde es von Gerd Edler. Hier zu sehen sind die Silver Miners aus Freiberg. Square Dance ist ein Tanzsport, der in Amerika durch die Vermischung der Tänze der Einwanderer entstanden ist und dann mit den amerikanischen Soldaten nach Europa zurückwanderte. Auch orientalische Tänze wurden auf der Bühne im Weindorf geboten. Wir sind die Gruppe Sananta und tanzen orientalischen Tanz seit ungefähr 7 Jahren. Irgendwie haben wir uns durch Zufall beim Aerobic SV getroffen und ja, wir haben sofort miteinander harmoniert und haben gedacht, okay, wir probieren es zusammen. Hat super geklappt und seitdem machen wir Auftritte und tanzen gemeinsam orientalischen Tanz. Wir freuen uns, wenn das Publikum so begeistert ist. Mit anspruchsvollen Choreografien und atemberaubenden Kostümen wurden die Gäste begeistert. In der Gruppe sind 25 Mitglieder und 12 Kinder im Alter zwischen 4 bis 12 Jahren. Die Breitenauer Musikanten sorgten für gute Stimmung. An der irischen Bühne konnte man landestypische Klänge genießen und passende Tanzeinlagen bewundern. Original Irish Dance wahrscheinlich hier in Freiberg. Können Sie zwei, drei Dinge zu dem Tanz sagen? Ja, also wir als Verein sind ja Traktor Obergruna und wir trainieren eben verschiedene irische Tänze, um die dann eben an entsprechender Stelle wie jetzt zum Bergstadtfest zum Beispiel aufzuführen. Was ist das Besondere am irischen Tanz? Ja, das ist eine Form des irischen Tanzes, dass eben immer mit vier Paaren getanzt wird und dass demzufolge ein Set eben immer aus 8 Personen bestehen muss.
Dauergast auf der irischen Bühne war John Barden, der Irish Pop Songs zum Besten gab. Die Gitarrenmusik ist sowieso so schön, wie auch in Dublin selbst. Macht Stimmung auf Irland. Die Musik von Irisch gefällt mir sehr gut, weil sie ist volksmäßig und mitreißend. Hier auf dem historischen Markt gab es natürlich nicht nur mittelalterliche Musik, sondern eben auch mittelalterliches historisches Handwerk zu sehen. Ein Handwerk, was man hier auf dem mittelalterlichen Markt findet, ist Bernsteinschleifen. Was passiert da ganz konkret? Bei der Bernsteinschleiferei nimmt man die rohen Bernsteine, schaut sie sich genau an, nimmt heutzutage die gröbste Körnung von Nasssandpapier, immer Wasser dabei verwenden und arbeitet sich von Körnung sowieso, von der gröbsten immer weiter bis zur feinsten Körnung. Und danach ist es ein ganz einfaches, den Bernstein an der Hose am besten in Leinenlappen zu nehmen, trocken, so wie er ist, und drüber zu polieren. Und was wird dann da draus? Es wären wunderschöne Edelsteinanhänger, wie man da sehen kann. Auch Handschmeichler, weil Bernstein ist ja bekannt für seine beruhigende Wirkung. Vor allem in Stresssituationen, habe ich auch selber schon mehrmals erlebt. Einfach nur in der Hand halten, einmal drehen, damit ist der Stress so gut wie verflogen. Das heißt, du bist überhaupt nicht gestresst bei so einem großen Bernstein? Absolut nicht. Meine Damen und Herren, hier wird manchmal richtig gekämpft. Wie kommt ihr zum Mittelalter, in eurem jungen Alter? Da geht man normalerweise zur Disco oder zum Fußball, aber was macht ihr im Mittelalter? Ja, Disco mag für viele der Fall sein. Das mittelalterliche Interesse, ich sag mal, das ist fast so eine Lebenseinstellung. Das kommt irgendwann in der Kindheit, setzt sich fort, war zumindest bei mir so. Und ja, wenn man älter wird, reizen einen dann andere Sachen. Wir sind eben dabei, das auf der sportlichen Linie mehr auszureizen, anstatt einfach nur uns zu belesen. Kann sich selbst verwirklichen und kann sich auch seine Schiene suchen, die man gerne haben möchte. Voraussetzungen sind eigentlich bloß Interesse am Mittelalter und Engagement und Einsatz beim Training. Während des Bergstadtfestes gab es so manche Rauferei im Ritterlager und ritterliche Schwertkämpfe. Jetzt. Ja, und hier auf dem Untermarkt, hier ist wie immer das Bierdorf und viel gutes Freiberger Bier. Außerdem gibt es hier Musik aus der Konserve und gute handgemachte Musik aus den 60ern und 70ern. Second Project steht mittlerweile seit 5 Jahren für beste Rock- und Pop-Interpretationen der größten Hits von 1970 bis heute. So haben sie sich gefunden. Also entstanden ist das Ganze 2010 zu einem Abiball am BSZ Weißbach. Und dann haben wir noch einen Abiball gespielt, das Jahr später. Und wir haben uns gedacht, okay, das läuft gut, machen wir weiter Musik, haben unser Repertoire erweitert. Wir haben jetzt knapp 55 Songs drin und lernen immer wieder neue Songs, damit wir flexibler sind und für Jung und Alt gute Musik bieten können. Warum trinkt ein Student kein Freiberger, wenn er schon hier studiert, sondern dieses Paulaner Weißbier? Da ich gerne Hefeweizen trinke und außerdem ist das alkoholfrei. Was trinkt ihr für Bier? Wir trinken Guinness. Das klingt auch nicht gerade Freiberger. Nee, Freiberger hatten wir vorher. Und dann sind wir gerade halt und haben uns noch einen Guinness geholt. Was schmeckt aus eurer Sicht besser, Freiberger oder Guinness? Sag jetzt nichts Verkehrtes. Freiberger. Nee, Freiberger war halt ein Pilz. Es ist halt, was man vor allem auch mehr trinkt. Und Guinness ist einfach mal was anderes zwischendurch. Mit Rock- und Popmusik war auch die Band Nomex aus Dessau dabei. Sie waren explosiv, energiegeladen und 100% live. Frontfrau Ela begeisterte das Publikum mit ihrer markanten und kraftvollen Stimme. Neben der offiziellen Eröffnung des 31. Bergstadtfestes hier auf dem Obermarkt und natürlich der Krönung der Bergstadtkönigin gab es das ganze Wochenende viele Attraktionen und natürlich musikalische Genüsse. Unvergessliche Clubhits und viele Überraschungen gab es mit der Band Malibu Sticks, den MDR-Jump-Moderatoren und dem DJ-Team.
Die Band Malibu Sticks begeisterte mit musikalischem Können und charmanter Unterhaltung jedes Publikum und schaffte es, ihren Auftritt zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen. Und vom Obermarkt jetzt zum P-Haus. Was da auf der Jugendbühne los ist, das sehen Sie jetzt. Für die jungen und jung gebliebenen Besucher des Bergstadtfestes gab es am P-Haus vor allem Live-Musik. Newcomer und bekannte Bands aus der Region präsentierten verschiedene Facetten der Rockmusik. Ja, es ist übelst cool hier. Die Location am P-Haus ist echt fantastisch. Es ist ruhig, ist für dich, aber trotzdem durch die vielen Leute ist es wirklich eine echt geile Location. Außerdem noch die Unterhaltung geboten mit Livebands, mit Bier, mit Grill vom Grill. Ist wirklich echt cool, das tut natürlich bei dem klasse Wetter, ist wirklich echt nur zu empfehlen. Eine der jungen Bands war Chameleon Defect. Gleich an zwei Tagen durften sie ihr musikalisches Talent zum Besten geben. Dabei spielte die Band, die vornehmlich eigene instrumentale Rocksongs im Repertoire hat, auch Coverversionen bekannter deutscher und englischer Titel. Neben musikalischer Unterhaltung wurde an den Tagen des Bergstadtfestes auch ein besonderes sportliches Angebot am P-Haus angeboten. Die Mitglieder des Rolling Bonitz e.V. präsentierten wieder einmal ihr Können und ihren Verein. Also das Konzept hinter dieser Veranstaltung soll zeigen, dass sich unser Verein mit den verschiedenen Sportarten, die wir benutzen oder betreiben, besser gesagt vorstellt. Das ist einerseits BMX-Fahren, Scooterfahren und Mountainbike-Fahren. Dafür bauen wir hier jedes Jahr zum Bergstadtfest mobile Rampen auf, die dann nicht nur die Vereinsmitglieder nutzen können, sondern auch Interessenten, die vorbeikommen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr gab es keine durchgeplante Show. Aber dennoch zeigten die BMXer und Scooterfahrer, was sie alles drauf hatten. Die jüngeren wie auch die älteren Fahrer nutzten die geliehenen Rampen ausgiebig. Dabei zeigten sie verschiedene Tricks, von denen manche auch etwas waghalsiger waren als andere. Natürlich freuen wir uns auch immer sehr über Nachwuchs und sind gerne bereit für Schnupperstunden, uns Zeit zu nehmen und euch die Halle zu zeigen und auch das restliche fahrbare Gelände in Freiberg. Und ihr könnt uns gerne kontaktieren über unsere Internetseite, das ist www.rollingbones.de, oder ihr schreibt uns bei Facebook eine Nachricht. Am Festwochenende konnten die Besucher aus Brand-Erbesdorf mit dem Zug nach Freiberg und zurückfahren. Die Strecke wurde 1998 eingestellt. Diese wurde reaktiviert. Wir wollen einen Höhepunkt geben für die Leute an Brand-Erbesdorf, sicher zum Bergstadtfest nach Freiberg zu kommen. Das Auto mal stehen zu lassen, in den Zug einzusteigen, nach Freiberg zu kommen, die Highlights sich anzugucken und sicher wieder zurückzufahren. Vielleicht auch das ein oder andere Bier dabei zu trinken. Ja, im Rahmen, sag ich mal, der Erhaltung des ÖPNVs, SPNVs, also Schienenpersonennahverkehr hier in der Region, auch ein klares Zeichen mal zu setzen dafür, das in das Bewusstsein der Menschen wieder zurückzurücken. Wir stehen ja unmittelbar vor der Ausschreibung der Strecke Freiberg-Holzau und wir wollen mit so einer kleinen Aktion dazu beitragen, dass das wieder in das Bewusstsein der Menschen zurückkommt, dass die Eisenbahn auch Perspektive und eine Chance haben wird bei uns in der Region. Im 2-Stunden-Takt konnten die Festbesucher mit einer Zuggarnitur der Preßnitztalbahn reisen. Insgesamt nutzten mehr als 2500 Fahrgäste diese Möglichkeit. Mehr als 100.000 Besucher waren mit dabei und erlebten das größte Fest im Landkreis Mittelsachsen. Und so hörten sich die Meinungen der Besucher an. Also es war sehr schön, es ist sehr viel los und gutes Wetter gehabt, außer gestern, das war ein bisschen schade. Und sonst auf jeden Fall sehr schön. Alles okay, wie immer, wie jedes Jahr. Schön, Wetter passt,
gibt nichts zu meckern. Freigetränke müsste es geben. Für die Frauen natürlich nur. Fantastisch. Gefällt mir sehr gut. Und meiner Frau genauso. Ich finde es sehr schön, das Bergstadtfest. Immer wieder gut. Viel los, schönes Wetter, passt. Super. Gerne jedes Jahr wieder. Schön für Kinder. Die junge Dame im Arm. Das Wetter ist schön. Was wollen wir heute mehr? Und wir können mal 2 Stunden ausspannen. Ne? Das machen wir doch. Ne? Machen wir das? Ja? So wie die anderen aussehen, sind sie alle sehr gut gelaunt und freudig und ja, sehr schön hier. Zum historischen Markt. Das ist wunderschön hier. Man fühlt sich direkt zurückversetzt ins Mittelalter. Ich höre gerne zu. Also alles gut. Schön. Das Wetter könnte besser sein. War alles gut. Ich bin froh, dass ich in Freiberg das Bergstadtfest ganz hautnah erleben darf. Das ist aber schön hier. Dies waren nur einige Eindrücke vom 31. Bergstadtfest in Freiberg.